Bepp, da kann ich mir vorstellen, dass die Bayern mit dem größten Vorteil Weiler Bepp auch hier und da mal in den Post gehen. Wieder Obst mit dem Assist. Topstart für die Münchner. Skiffer jetzt mit dabei. Fast weggerutscht, schaut er zum Schiedsrichter, war doch ein Foul und dann ganz trocken. Und hier im Moment holen sie so ein bisschen. Nee, das war nichts, Nils Skiffer. Da war überhaupt kein Kontakt. Da ist er selbst. Fu macht das gut, bringt den Ball wieder raus. Offener Wurf für Sliva und der ist bislang und verfehlt weiter. Nicolas Tischler raus und dann kommt der Dreier aus der Ecke von Zananda Fu. Der ist nicht nur athletisch. Obst. Ja, das ist bärenstark. Weiler Bepp. Starker Wurf. Fühlt das jetzt nicht Weiler Bepp? Hier mit dem Assist. Schöner Pass auf Gillespie. Skiffer, den muss er fast schon als Einzelaktion nehmen. Boah, war der tough. Die beiden Miles hätten jetzt noch 5 Sekunden auf der Schattenblocke. Und auch er kann Dreier mit Abschluss. Andi Obst, der nach starkem Beginn auch besser verteidigt wurde von den Braunschweigern. Nick Weiler Bepp, der Assist von Obst. Schönes Zusammenspiel der beiden Guards. Dann kannst du auch diese Rolle nicht mehr so ausfüllen wie sonst. Stil von Nick Weiler Bepp und der Dank. Gute Hände. Und dann schließt er das souverän ab. Nicht sondern aus dem Feld. Miles macht er gut gegen Gillespie. Viel Körperkontrolle bei Divine Miles. Gillespie zum 61-72 und Lucic gegen Krämer. Gillespie. Ich glaube, jetzt ist das Ding durch. Nein. Also. Am Ende gewinnt der FC Bayern München Basketball in Braunschweig bei den Löwen mit 74-63, weil die Münchner im Schlussviertel. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.